Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, die Initiative, das Magazin und der Kanal. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf dem Kanal sehr gerne mit sympathischen Menschen, die irgendwas mit Kunst erschaffen zu tun haben. Und das tut mein Gesprächspartner heute auch. Und zwar, ich nenne ihn einfach mal ein sehr breit, ein sehr tief und herweitsichtiger Schriftsteller. So möchte ich ihn einfach mal nennen. Ich grüße den lieben Jannik Hanstein. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich sagte eben sehr, sehr tiefgründig, das bist du in der Tat. Wir kennen uns durch deine Einsendung und du stellst gern Fragen, du gehst gern als Beobachter in die Welt und aus der Welt heraus und schaust mal auf alles. Und du hast ja als Ausdruck auch gerne Lyrik gewählt. Wie kam es generell dazu erstmal, dass du überhaupt Schreiben als Ausdruck, in deinem Fall, glaube ich, auch ein bisschen als Forschung benutzt. Wie war das? Wie war der Anfang und warum? Was ist der Antrieb? Also ich glaube, da muss ich tatsächlich sehr weit hinten anfangen. Also ich habe irgendwann halt so überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Sinn, mein Ziel im Leben, was ich halt erreichen möchte? Und tatsächlich, ich komme aus einer, sage ich mal, Bubble, dass ich halt damals sehr viele am PC war. Ich habe sehr viele Videospiele gespielt, vor allem durch Corona-Zeiten und Homeschooling war es halt so, dass ich halt sehr viel am PC saß mit vielen Kumpels halt, die ich auch in der Schulzeit halt kenne. Und dann haben wir uns halt immer online halt auch getroffen und halt immer Videospiele gespielt. Und irgendwann hat man das tatsächlich auch hinterfragt. Und dann saß man wirklich 10, also 9 bis 10 Stunden am PC, hat dann die ganze Zeit halt irgendwelche Online-Spiele gespielt, dabei irgendwie Chips und Erdnussflips und sowas halt gegessen. Und irgendwann, keine Ahnung, saß ich irgendwie um 2 Uhr morgens immer noch da. Und meistens ging sowas halt auch bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts. Und dann habe ich überlegt, ey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben so? Und dann dachte ich mir, ey, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und nachdem ich halt quasi davor so einen Korb bekommen habe von einer Freundin von mir, war ich tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal, down. Und dann habe ich das halt mal hinterfragt. Und dann habe ich mich tatsächlich, als ich halt ganz normal Videospiele gespielt habe, wie sonst halt auch mit meinen Kumpels, habe ich tatsächlich mich nicht mehr in diesem Videospiel, also nicht mehr das Videospiel gesehen, was ich gespielt habe, sondern ich habe mich tatsächlich selber gesehen, wie ich einfach nur irgendwelche Tasten drücke. Also ich saß da, ich habe mich gesehen, wie jemand, der vor zwei Bildschirmen sitzt und einfach nur Tasten drückt und seine Maus bewegt. Und das ist meiner Meinung nach, als ich das gemerkt habe, irgendwie kein Leben mehr gewesen. Ich war so, als wäre ich einfach nur noch gesteuert, als hätte ich gar keine Kontrolle über mich selbst. Dann habe ich das tatsächlich hinterfragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Und ich hatte an dem Punkt eigentlich auch gar keinen Spaß mehr daran, weil es ist halt, es hat sich halt so viel verändert. Und dann dachte ich, okay, gut, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ich halt zu dem Entschluss, okay, ich möchte irgendwas aus meinem Leben machen und irgendwas, was mir Spaß macht und irgendwas, was mir Sinn gibt. Und da bin ich tatsächlich einerseits anfangs auf das Schreiben generell gekommen. Also ich habe angefangen, anfangs noch eine Utopie zu schreiben. Also ich habe damals Harald Welzer gelesen, Alles könnte anders sein. Und ich habe mich so inspiriert gefühlt. Ich fand den Schreibstil auch wirklich schön und einfach diese Vorstellung, sich einfach mal vorzustellen, wie eine bessere Welt denn sein könnte und was die Probleme in unserer Gesellschaft sind und wie es besser werden kann. Und so habe ich einfach mal drauf losgelegt, drauf losgeschrieben. Später, also es waren 30 Seiten, die ich dann geschrieben habe, später dachte ich mir, okay, naja, war es jetzt nicht unbedingt, aber es war halt erstmal so zum Einstieg. Und dann bin ich irgendwann auch so dazu gekommen, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht auch mal Lyrik ausprobieren. Einfach mal so die Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, sind Beobachtungen, einfach mal so lyrisch niederschreiben. Und das ist tatsächlich dann auch so weit gekommen, dass ich dann irgendwann, dadurch, dass ich halt überhaupt diesen Sinn des Lebens halt quasi gesucht habe, in der Philosophie gelandet bin. Also ich habe mich sehr viel philosophisch weitergebildet und das mache ich auch immer noch. Also das ist mittlerweile schon 2 Jahre her, dass ich halt aus dieser Bubble, sag ich mal, raus bin. Und seitdem habe ich halt quasi nur noch gelesen, nur noch Sachen halt geschrieben und habe seitdem auch keine Videospiele mehr angefasst, weil da habe ich halt keinen Zweck mehr drin gesehen. Und dann habe ich mich halt philosophisch weitergebildet und unter anderem halt quasi philosophische Sachen geschrieben, nicht mehr diese Utopie. Und ich bin tatsächlich auch bei der Lyrik so weit gekommen, dass ich halt eine Geschichte erzähle, vielleicht irgendwie, jetzt nicht unbedingt Alltag, aber irgendwie etwas, ein Phänomen quasi aus der Welt, was man so beobachtet hat und das irgendwie verstehen möchte. Also man steigert sich da halt dann rein und versucht dieses Warum zu erkennen und versucht sich wirklich manchmal zu verstehen, warum die Welt so komisch ist und dann halt so sein philosophisches Wissen
in diese Lyrik hat mit reinzubringen, damit man eine normale Geschichte hat und dann einen Knackpunkt, wo man dann gegen Ende eine nette Geschichte in der Lyrik liest und dann so einen Ah-Punkt hat und dann versteht, ui, ja gut, so kann man das auch sehen. Und das ist tatsächlich ziemlich tiefsinnig, ja. Kann man so sehen, ja. Ja, sehr schön. Man liest auch sehr, du schreibst auch schön melodisch, aber du hast auch immer schöne Fragen versteckt oder auch direkte in deiner Lyrik. Und ich nenne es mal so, kommunizierst so ein bisschen mit dem Sein. Ja, du Okay. interessierst dich auch sehr oder studierst so, wie du sagst, selber Ontologie, Metaphysik. Das heißt, du bist auf der einen Seite ein bisschen wissenschaftlich unterwegs oder ist das auch so ein bisschen eine spirituelle Erfahrung, die du machst da damit? Das ist eine sehr interessante Frage, weil das Ding ist, meiner Meinung nach bin ich, ich sag mal, für die Wissenschaftler wäre ich eindeutig zu laienhaft. Ich wäre zu unwissenschaftlich, würde mich manchmal ein bisschen komisch ausdrücken und wäre halt nicht wissenschaftlich genug für diese akademische Welt. Aber auf der anderen Seite ist es so, für die Menschen, die halt einfach nur was lesen möchten, um sich halt quasi so zu berieseln, dient meine Lyrik natürlich auch. Aber um das wirklich zu verstehen, muss man halt auch sich da halt reinversetzen und dann ist es wiederum für den eher leichteren Leser dann auch wieder zu komplex. Und dann würde man mir vorwerfen, dass ich halt wieder zu wissenschaftlich wäre und zu akademisch. Und deswegen bin ich tatsächlich so genau dazwischen. Und das ist auch ein bisschen blöd tatsächlich. Und das merke ich auch. Aber es ist tatsächlich so mein Stil. Also es ist tatsächlich genauso mein Stil zwischen dieser Wissenschaftlichkeit und zwischen diesem einfach nur Menschen halt quasi zu unterhalten, genau dazwischen zu sein. Und deswegen habe ich tatsächlich auch immer in meinen Gedichten immer so eine Variante, wie man es halt einfach so als Unterhaltung lesen kann, als nette Ballade, als Geschichte. Und auf der anderen Seite auch über wirklich tiefsinnige Fragen, sei es über das Sein und das Nichtsein, was natürlich die Ontologie ist. Also die Ontologie ist die Wissenschaft für das Sein und das Nichtsein. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr tief drin, aktuell auch mit dem Buch, was ich gerade schreibe. Und ich bin vor allem auch in der wissenschaftlichen Welt, würde ich mal sagen, sehr verrucht, in dem Sinne, weil ich mich halt der Metaphysik bediene. Weil ich sag's mal so, die Metaphysik hat einen sehr schlechten Ruf. Also damals, die Metaphysik ist im Prinzip die Königsdisziplin der Philosophie. Also Platon, Aristoteles und andere antikische Denker, die haben das sich natürlich zunutze gemacht und haben darauf, indem sie quasi gedacht haben, somit die Welt verstanden. Nicht auf Basis der Welt die Welt verstanden, sondern auf Basis der Welt haben sie gedacht und haben dann die Welt verstanden. Das kann natürlich auch ein bisschen mit Fantasie einhergehen. Das wird dann der Metaphysik nachgesagt. Und deswegen ist es auch ein wenig unwissenschaftlich. Damals in der Antike war das natürlich voll normal. Das war ja noch relativ neu. Da war auch alles, was man, sag ich mal, herausgefunden hat, noch niegelnagelneu. Aber ich sag mal, seit dem 17. 18. Jahrhundert durch die Aufklärung ist es halt so gekommen, dass es immer mehr verruchter wurde, quasi einfach nur aus dem Denken heraus die Welt zu verstehen. Weil ab dem Punkt haben nämlich in der Aufklärung auch die Naturwissenschaften angesetzt, wie Biologie, Physik, Astronomie und Chemie, klar, da, wo man halt die Materie analysiert. Also man hat einen Gegenstand vor sich und man weiß, was richtig und was falsch ist. Und dann auf der Basis stellt man halt seine Theorien offen, da. Und dann kann man sich halt nicht mal irgendwas irgendwie ausdenken, sondern man hat die Materie vor sich und man muss das so analysieren. Und das ist im Prinzip die Sache des Materialismus. Ja. Und die Metaphysik ist halt mehr in der Fantasie. Und deswegen ist es halt dann sehr unwissenschaftlich geworden, auf Basis des Denkens halt. In Verrucht im Endeffekt, Anführungsstrichen wenn würde du ich da, verstehst. in Anführungsstrichen würde ich das jetzt alles so setzen, weil ich glaube eher, das ist das Gute daran und bei dir ist ja das sowohl als auch, ne? Also dass du beide Sachen mit reinbeziehst und das ist ja sehr schön. Und es ist natürlich auch immer eine Frage des Betrachters, auch wenn der Stein da liegt. Ist das immer noch nichts Objektives, sondern eine Frage des Betrachtens oder wo du Ja. gerade stehst. Ne? Wir wissen ja so ein bisschen, die Wahrheit braucht immer oder hat immer einen Standpunkt. Und daher ist es immer ganz spannend, wenn man diese verschiedenen Zeiten, wie du sie einbeziehst und die verschiedenen Philosophien einfach auch zusammenschmeißt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, das ist natürlich eine große Sinnsuche, Sinnfrage und wie das heute sind. Wir leben ja in einer sehr materialistischen Welt, aber ich glaube, wir sehen es ja so gerade, wie es gerade so ist.
Wird natürlich auch das in vielen Bereichen hinterfragt, weil wir Menschen bestehen ja nun mal aus Geist und aus Körper. Und deswegen werden wir erstens uns diese Fragen immer wahrscheinlich stellen und wahrscheinlich nie zu einer wirklichen Wahrheit kommen, ob das jetzt von der Materie auszudenken ist oder eher andersrum vom Geist her. Aber naja, vielleicht bist du ja einer derjenigen, der da eine neue Formel oder interessante Sichtweise mit ja, aufziehst, sag ich mal. Ist das so ein bisschen auch so dein Ziel in dem philosophischen Bereich dann auch tätig zu sein? Wir dürfen dazu sagen, dass du ein Abiturient bist. Ja, also ich hoffe zumindest, dass ich mein Abitur bekomme. Und ich habe Ja. tatsächlich auch vor, also was Philosophisches zu machen. Ja. Aber auch gleichzeitig auch was Kulturelles. Also zum Beispiel, ich will eigentlich Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis studieren und würde dann halt quasi meine eigene philosophische Note mit reinbringen. Und oft mein Notfallplan ist, weil man dafür quasi eine Eignungsprüfung braucht. Und da bin ich dann in 2 Wochen auch dabei. Das ist dann der Notfallplan, dass ich halt Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis in Verbindung mit Philosophie halt quasi studiere. Das wäre dann quasi nicht mit das Schreiben, also das Schreiben würde ich dann bei diesen philosophischen Kulturwissenschaft halt mit selber mit reinbringen. Und bei dieser Kulturwissenschaft und künstlerische Praxis würde ich, wo es auch ums Schreiben geht, dann diese philosophische Note mit reinbringen. Deswegen ist es halt, entweder ich bringe diese Schreibnote mit rein bei der Philosophie oder ich bringe die Philosophie in diese Schreibnote mit rein. Oder die Philosophienote in das Schreiben mit rein. Da muss ich mich dann entscheiden, was ich mache. Aber tatsächlich, also nochmal zurück zu dieser Metaphysik-Geschichte. Also ich sehe mich auf jeden Fall eigentlich schon in dieser Philosophie und Wissenschaftlichkeit, weil ich denke, ich habe nämlich tatsächlich auch was zu bieten, was andere Philosophen vielleicht nicht unbedingt zu bieten haben. Und das ist nämlich dieses locker luftige Erklären von Philosophie. Also, weil Philosophie ist, wenn man sich also irgendwie Philosophie-Seminare anguckt oder auch philosophische Bücher halt quasi durchliest, wie ich das ja mache, man sieht halt quasi diese starren, ich weiß nicht, ob der Begriff halt geläufig ist, Dogmen, also diese starren, verknöcherten Konzepte der Philosophie, die halt häufig sehr schwer zugänglich sind und man immer sehr viel erklären muss. Und der Laie würde das halt nicht unbedingt verstehen. Ich habe es verstanden, natürlich auch sehr viel Aufwand. Und es geht halt eigentlich darum, diese schweren Lehren von Philosophie eigentlich viel lockerer und leichter rüberzubringen, damit halt auch so viele Menschen wie möglich das auch verstehen. Weil da sehe ich nämlich tatsächlich das Problem, weil wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, Sprachphilosophie von Ludwig Wittgenstein mit so, also mit den Buchstaben und den Formeln, wie halt Sprache aufgebaut ist, wenn man das irgendjemanden, das den Tractatus Logico Philosophicus jemand in die Hand drücken würde. Ich würde sagen, der muss sich erstmal sehr, sehr viel reindenken, bis er das versteht. Und ich finde, da ist es wichtig, dass es, sage ich mal, einen Mittelsmann gibt, der das versteht, aber gleichzeitig auch das Menschliche versteht, um vielleicht Menschen, die da nicht so bewandert sind, das auch leichter zu erklären. Und das ist tatsächlich auch mein Ziel, was ich auch in meinen lyrischen Sachen halt machen Ja, möchte. das finde ich auch wunderbar und vor allem auch diese, du hast das auch richtig gesagt, es gibt Philosophen oder auch Philosophinnen, die sehr schwer zu lesen sind. Das schuldet auch ein bisschen die Zeit damals, die eine andere war und wir uns da anders ausgedrückt haben. Aber es gibt heute noch Menschen, die auch sich generell gerne mal schwierig ausdrücken und ganz viele Worte oder Ähnliches benutzen, die nur noch die Hälfte der Menschheit kennt, sage ich mal so, ja. Und das ist natürlich schön, wenn man so eine Art Moderator auch findet, der, sag ich mal so, die Philosophien einfach runterbricht, ne, auf ein paar wichtige, wesentliche Dinge. Das wär auf jeden Fall ganz gut. Gibt es aber in der Tat auch welche, wenn man ein bisschen auch sucht, gibt Menschen, die das auch schon ganz gut machen. Finde ich auch sehr, sehr positiv. Und wir haben ja dieses Jahr 300 Jahre, wäre jetzt alt, der liebe Herr Kant. Gäbe es zum Beispiel auch einen guten Anlass, über diesen etwas und den Inhalt vor allem etwas zu sagen. Ich finde es sehr wichtig, dass es auf jeden Fall so gemacht wird, weil ich glaube, in den ganzen Philosophien natürlich, ich sage immer so gerne, es ist schon alles da, auch natürlich sehr viel drinsteckt, was uns heute, gerade in der heutigen Situation, auch weiterhelfen kann, weil ich glaube, der Mensch als solches hat sich nicht wirklich groß verändert. Es sind nur vielleicht die Verpackung ein bisschen anders oder ähnliches, aber ich glaube, die Ängste, die Nöte, das Denken ist immer noch ähnlich wie als wir damals in der Höhle waren. Ja, auf jeden Fall. Also,
Ich würde auch sagen, also zum Beispiel die Philosophien von, mir ist gerade der Name entfallen, auf jeden Fall ein Grieche, der hat zum Beispiel das Atommodell halt quasi so entdeckt, also überlegt hat, dass halt vielleicht alles aus unendlich und nicht mehr zerkleinerbaren Teilchen halt quasi besteht. Das war unter anderem auch Metaphysik damals, weil man das halt noch nicht nachweisen konnte. Später hat sich das dann als richtig erstellt. Da sieht man halt quasi diesen Vorsprung auch unter anderem in der Metaphysik. Aber es ist halt so, dass halt immer, also diese Lehren, also diese wissenschaftlichen Lehren, die sind natürlich damals total veraltet. Also auch die Philosophie über Medizin oder so in der Antike oder im Mittelalter oder so, das ist ja auch mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Das kann man ja nicht mal, davon kann man nicht mal mehr lernen. Irgendwie bei, keine Ahnung, bei jeder Kleinigkeit irgendwie den Aderlass zu veranlassen in einem, im Mittelalter oder so. Das ist ja heute undenkbar. Die meisten Menschen sind halt daran gestorben. Ja, deswegen Das hat ja. sich halt nicht gehalten. Aber tatsächlich sowas wie Gedanken über den Mensch, über das Menschsein, wo wir uns auch in dem Idealismus befinden und nicht mal mehr eine Materie vor uns haben, die wir analysieren können, sondern nur den Geist, unser Denken als, sag ich mal, Materie vor uns haben und das analysieren. Das ist natürlich keine Materie, weshalb da auch sehr viel Spielraum ist und man da auch immer wieder neue Sachen entdecken kann. Und auch im Verlaufe von 2500 Jahren Philosophie von der Antike bis hierher auch immer wieder neue Sachen herausgekommen sind. Und zum Beispiel Stoizismus, also quasi diese, also in alten Rom halt quasi so aufgekommen, diese Lehre, wie man halt richtig zu leben hat, wie man gelassen sein muss und wie man halt quasi so am besten an die Sachen herangeht, dass man zum Beispiel nicht irgendwie bei jeder Kleinigkeit irgendwie wütend wird oder irgendwie seine Gefühle freien Lauf lässt, sondern sich auch mal beherrscht, auch mal die Ruhe bewahrt und nicht immer nur alles nachjagen muss, sondern auch einfach manchmal nicht unbedingt irgendwas machen muss, sondern einfach mal abschalten muss und nicht immer so an Ehre, Geld, Ruhm und nachjagen muss, sondern einfach nur seine innere Ruhe finden und dieser inneren Ruhe Folge leisten. Und Ja. solche Sachen sind halt so aktuell wie nie und sie waren, seitdem sie vor 2000 Jahren geschrieben wurden, sind sie jeden Tag genauso aktuell wie am ersten Tag, wie sie geschrieben wurden. Also ich würde Ja. sagen, das geht auch bis in 1000 Jahre in die Zukunft noch weiter. Ja, sehr spannend, wird auch gerne in der Psychologie heute verwandt, Stoiker oder Hippokrates mit seinen Typenmodellen und so. Es ist sehr interessant und sie sind, wie gesagt, weil ich glaube, der Mensch von seinem Geist her, von seinem Mentalismus her, sage ich mal, ist natürlich schon ähnlich. Er hat die gleichen Bedürfnisse, hat die gleichen Ängste und Nöte, wie das schon vor zig von Jahren waren. Natürlich hat sich ein bisschen das Außen verändert, ist klar, und wir sind natürlich wesentlich mehr Materialisten, als wir das früher einmal waren. Wir haben früher viel mehr mit Geist zu tun gehabt und natürlich mit verschiedenen Göttern und etc. Ne? Und die Kirche spielt natürlich auch noch eine große Rolle, die das Ja. auch sehr, sehr beeinflusst hat. Ja, ich höre schon raus, du wirst ganz viele Bücher schreiben in ganz vielen Bereichen. Wird auf jeden Fall viel. Woran arbeitest du denn aktuell im Moment literarisch? Also aktuell bin ich tatsächlich gerade mit meinem zweiten Buch, was ich geschrieben habe, durch. Also, und jetzt sage ich mal, kommt der nervigste Teil, den ich immer hasse bei dem Schreiben. Und zwar, ich liebe es halt quasi, solche Theorien halt aufzustellen und halt quasi dieses Denken zu analysieren und zu verstehen und Dinge zu verstehen, die vielleicht vorher noch keiner so richtig verstanden hat und da halt meine Sachen aufzuschreiben. Aber ja, das Korrekturlesen. Es ist das Korrekturlesen. Und ich muss dann halt immer noch mal alles durchlesen, gucken, okay, da ein Komma und da muss ich vielleicht nochmal einen Nebensatz wegnehmen und das sind dann zwei Sätze statt, ein Satz statt zwei Sätze. Und das ist immer der nervigste Teil und ja, da muss ich jetzt durch. Ich habe es heute Morgen jetzt auch schon ein bisschen gemacht. Ich mache es nachher wahrscheinlich auch noch weiter. Aber ich hasse diesen Job. Das ist wirklich das Nervigste, finde ich. Aber ich kann schon mal Vielleicht so sagen. findet sich ja jetzt jemand, der das Video sieht, der sich da bereit erklärt, die zu Ja, Übung das wäre natürlich verrückt. anzugreifen. Ja, Und aber ich kann. dieses aktuelle Buch, von dem du sprichst, ist ein Roman, ist ein Fachsachbuch, ein Essaybuch. An was schreibst du denn? Also ein Genre zu finden ist ganz schwierig. Also ein Roman oder eine Erzählung ist es auf gar keinen Fall. Das nicht. Ich schwanke zwischen Sachbuch und Essay, also mehr eigentlich ein Essay. Aber es ist nun mal so, dass ich halt einfach nur nicht irgendwas, keine Ahnung, also nicht irgendwas erkläre so in dem, oder nichts Gesellschaftliches erkläre oder irgendwie sehr viel erörter, sondern es ist so,
Als Quelle habe ich halt wirklich nur die Materie. Also ich stelle mir die Welt im Verstand vor, so wie ich sie halt quasi wahrnehme, so wie das halt jeder Mensch halt sieht. Und auf der Basis versucht man halt quasi so zu verstehen. Und damit das auch ein bisschen besser rüberkommt, kann ich auf jeden Fall sagen, das zweite Buch beschäftigt sich tatsächlich auch mit der Ontologie, also im Sein und Nichtsein. Und ich spreche halt quasi davon, dass wie halt sich Existenzen und also Existenzen von Sein zu den Nicht-Existenzen von dem Nichtsein verhalten und was für was für Kooperation ist vielleicht das falsche Wort, aber wie sie sich auf jeden Fall zueinander verhalten. Und es ist tatsächlich ziemlich interessant. Und wenn ich das schon mal so sagen kann, obwohl, na, die Pointe würde ich vielleicht noch nicht sagen. Das ist tatsächlich, das war halt noch ein bisschen für mich. Da muss ich erstmal noch schauen, wie ich das überhaupt dann auch veröffentliche. Aber es behandelt tatsächlich sehr viel das Sein und das Nichtsein. Und da gibt es sehr viel zu schreiben. Ich habe 170 DIN A4 Seiten geschrieben. Und das macht natürlich das Korrekturlesen ein wenig anstrengender und nerviger halt. Aber ich habe mir vorgenommen, jeden Tag 10 Seiten zu korrigieren und das geht. Finde ich sehr spannend, sehr interessant. Nochmal eine Frage gesellschaftlicher, sozialer Natur. Wenn du jetzt mit deinen Freunden und Freundinnen, Kumpels irgendwie unterwegs bist und Gesprächsthema, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist es ja nicht wirklich, ne? Wie ist das so in deinem Umkreis? Oder bist du nur mit Literaten und intellektuellen Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammen? Ja, also ich glaube, mit intellektuellen und literarischen Menschen bin ich, glaube ich, nicht so viel verbunden, sage ich mal so. Also, keine Ahnung, mit einer meiner besten Freunde sind, ja, nein, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt nicht intellektuell werden, aber sie sind halt nicht sonderlich hoch. Und ich würde mich jetzt auch nicht so Ist auch präsentieren keine als jemand. Bewertung von mir, sondern einfach nur eine Sicht oder Einstellung, ne? Also natürlich könnte das natürlich auch sein, aber ich würde jetzt sagen, nein. Aber ich würde mich selber deswegen auch nicht unbedingt als hochliterarisch oder gebildet einstufen, weil ich bin tatsächlich ein sehr bescheidener Mensch. Und über manche Sachen, wo ich jetzt quasi drüber platzen könnte, das behalte ich manchmal für mich und auch was meine Theorien und mein ich wollte schon sagen Beruf, aber ich mache das halt quasi erstmal so nebenbei. Aber so, was ich halt da so mache, das behalte ich meistens auch für mich, weil ich einerseits halt quasi auch nicht irgendwie sonderlich abgehoben wirken möchte, weil wenn ich etwas irgendwie erkläre oder ich vielleicht irgendwie von einem Kumpel von mir gerade ein bisschen Hilfe braucht, um halt darüber zu reden oder so, dann sage ich auch bitte, das soll jetzt wirklich nicht abgehoben oder arrogant oder sonst irgendwie was klingen. Es ist halt einfach nur so, ich bin halt ein genauso ein gleicher Mensch wie jeder andere halt auch. Und auch bei meinen Freunden rede ich eigentlich auch nicht über diese Dinge, weil ich will halt nicht sonderlich, nicht Aufmerksamkeit für das bekommen, was ich halt möchte in meinem Bekanntenkreis. Und ja, also. Das möchte ich halt nicht. Ich fühle mich jetzt nicht als etwas Besseres, nur weil ich jetzt einen Sinn dafür gefunden habe oder etwas verstanden habe, was andere vielleicht noch nicht, wofür andere vielleicht ein bisschen brauchen würden oder ich weiß es nicht. Also da würde ich mich nicht besser fühlen. Deswegen bin ich genauso von normalen Menschen umgeben, wie sie und ich halt auch sind. Ja, aber ich find's sehr spannend. Verstehe ich natürlich total, weil gewisse Themen sind im Mainstream, sage ich mal so, einfach etwas merkwürdiger, ne? Oder sogar für manche sogar kritisch anzusehen. Obwohl so, weil du vorhin von den Stoikern gesprochen hast, es ist natürlich auch weit verbreitet, sich gerne mal jeden Tag einen guten Vorsatz von den Stoikern zu holen. Kann man wirklich ohne Spaß im YouTube ganz viele interessante Videos auch drüber finden. Also es ist auch wieder Mode, sag ich mal so, ne? Sich da irgendwie kleine Motivation oder Geistesblitze auch zu holen. Ja, finde ich sehr spannend und ich glaube auch, Hashtag KKL hat das ein oder andere interessante Thema für dich in den nächsten Monaten auch, wo wir wieder etwas von dir erwarten dürfen. Ich Bestimmt. bin ganz gespannt und möchte mich auf diesem Wege herzlich bedanken für das sehr interessante Gespräch. Und ich glaube, man liest noch und man hört noch einiges auch ein bisschen über die Region hinaus von dir eines Tages. Hoffentlich. Vielen Auf Dank jeden für das Fall hoffe ich Gespräch. Ich auch wünsche dir zumindest. was. Super, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.